Earl Boone, Terminator-Star mit Jahren verstorben. Ein Star der beliebten Terminator-Filme ist tot. Earl Boone, der in den ersten drei Teilen der Science-Fiction-Reihe den Psychologen Dr. Peter Silbermann verkörperte, verstarb laut der US-amerikanischen Branchenseite The Hollywood Reporter im Alter von 81 Jahren auf Hawaii. Die Tochter des Schauspielers habe diese Meldung demnach bestätigt und mitgeteilt. Dass bei ihrem Vater im November 2022 Lungenkrebs im vierten Stadium diagnostiziert wurde. Am 5. Januar sei er daran im Schlaf gestorben. Schauspieler Michael Biehn, 66, der in Terminator den menschlichen Freiheitskämpfer Kyle Reese mimt, ließ The Hollywood Reporter zum Tod seines Kollegen ein Statement zukommen. Boone sei etwas Besonderes und ein wundervoller Schauspieler gewesen. Und es hat immer Freude bereitet, mit ihm zu arbeiten. Boones Figur mauserte sich in den Terminator-Filmen neben den titelgebenden Killermaschinen selbst zu einem wiederkehrenden Antagonisten. Im Original von James Cameron, 68, aus dem Jahr 1984 sowie seiner Fortsetzung von 1991 bescheinigte er Linda Hamiltons, 66, Figur Sarah Connor, geisteskrank zu sein und sich die Terminator aus der Zukunft nur einzubilden. Zu Beginn von Terminator 2 befindet sie sich daher in einer psychiatrischen Einrichtung, in der des Dr. Silbermann schließlich selbst hautnah mit dem T-1000, Robert Patrick, 64, zu tun bekommt. In Terminator 3 Rebellion der Maschinen, 2003, bei dem statt Cameron erstmals Jonathan Mostow, 61, auf dem Regiestuhl Platz nahm, hatte Boone ebenfalls einen kurzen Auftritt. Er ist damit neben Arnold Schwarzenegger, 75, der einzige Star der Reihe, der in jedem der ersten drei Filme zu sehen war. Es handelte sich dabei jedoch um seine letzte Rolle in einem Hollywood-Kinofilm. Neben Terminator wirkte Boone noch in Komödien wie Die nackte Kanone und Der Mann mit zwei Gehirnen mit. Zudem war er ein gerne gebuchter Darsteller für Serienformate wie Raumschiff Enterprise, Golden Girls, Der Prinz von Bel-Air oder Alf, um nur einige zu nennen.